Bewerbung, Lebenslauf, Curriculum Vitae oder Resume. Es gibt viele Arten, sich dem Arbeitgeber zu präsentieren. Zwischen dem europäischen Lebenslauf und dem amerikanischen Resume gibt es große Unterschiede. Björn Austrath ist ein erfolgreicher Unternehmer aus Österreich, der seit 30 Jahren in Kalifornien und New York tätig ist. In seiner Laufbahn hat sich der Experte schon tausende Bewerbungen angeschaut und erklärt, wie man sich erfolgreich bei US-Unternehmen bewirbt. Man kann sich das kurz so vorstellen, wie wenn man den Times Square nimmt, ja, und wenn Sie schon mal den Times Square gesehen haben mit haushohen Leuchtreklamen, und wenn man den also völlig unverändert in den Stephansplatz transponieren würde, dann würde es unpassend. Und umgekehrt würde der Stephansdom auch im Times Square untergehen oder unpassend wirken. Und ähnlich sind auch die CVs oder Lebensläufe aus Österreich im Vergleich zu einem amerikanischen Resume kulturell ganz anders. Und man muss also darauf schauen, dass man nicht einfach eine nüchterne Faktenauflistung einreicht, weil das im Vergleich zu einem amerikanischen Resume dann eben untergehen würde. Und viel stärker herausarbeitet, was jetzt konkret der Wertvorteil, die Ergebnisse, die Resultate waren in jeder Position, stichwortartig aufgelistet, ähnlich wie in tabellarischen Lebensläufen. Aber schauen, dass jeder Stichpunkt auch dann eben diese Wertvorstellung ganz klar kommuniziert. Was war drin für den Arbeitgeber, für die Endkunden des Arbeitgebers oder andere Kollegen? In einem österreichischen Lebenslauf würde es stehen, habe eine Informatikabteilung mit 15 Mitarbeitern geleitet. Im amerikanischen Resümee würde dann sein, so auf die Art, habe eine Abteilung mit 15 Mitarbeitern komplett umgestaltet und eine neue Programmierumgebung eingebaut, um die Produktivität um 30% zu steigern. Das wäre also der Unterschied zwischen einer Faktenauflistung, beides stimmt, ja, beides sollte faktisch richtig sein, nichts erfinden, aber schon klar herausarbeiten, was war das Endresultat und was war der konkrete Wertvorteil. Ja, man muss schon zeigen, was jetzt speziell seine eigenen Qualifikationen und die eigene Lebensgeschichte oder die verschiedenen Vorerfahrungen, wie sich die abheben. Also das Ansprüche, die jeder stellen kann, Hochschulabschluss etc. etc., die sind wenig interessant. Wenn man konkrete Erfahrungen hat, an Projekten, Konferenzen, etc. Und diese konkreten Resultate, wie gesagt, die sollte man stärker hervorheben, weil das nicht so austauschbar ist. Aufgrund der Rechtslage keine Fotos, keine Lebenseckdaten wie zum Beispiel Geburtsdatum, Ehestand etc. Darf man nicht einfügen, weil ich die dann als Arbeitgeber gar nicht sehen darf. Weil da implizite dann diese Antidiskriminierungsgesetze greifen und das ist also ganz verboten und würde sofort aussortiert. Ich will sehen, what's in it for me? Was ist für mich als Arbeitgeber, für meine Firma, für meine Kollegen, für mein Team drin? Und wenn das klar hervorkommt, also wenn ich sofort übersetzen kann, wie jetzt die Erfahrung dieses Arbeitssuchenden sich in diese Frage beantworten kann, dann ist es ein gutes Resümee.